Wir haben bereits vor einem Jahr über diese Powerfrau berichtet. Es war ein schwerer Weg für Sarah Traber. Noch vor wenigen Jahren bringt sie 162 Kilo auf die Waage. Eine Magen-Bypass-OP bringt keinen Erfolg, denn sie aß einfach weiter. Erst als sie anfängt, Sport zu treiben und ihre Ernährung umzustellen, schafft sie es, über 80 Kilo abzunehmen. Doch dass sich die dreifache Mutter inzwischen mehr als halbiert hat, bleibt nicht ohne Folgen. Diese Bilder der Öffentlichkeit zu zeigen, fällt ihr nicht leicht. Ich habe jetzt viele Kilos und viel Volumen an Haut an mir hängen, was man sich, wenn man mich so sieht, überhaupt nicht vorstellen kann. In keinster Weise. Man muss sich das vorstellen wie so ein kleines Michelin-Männchen auf dem Dach, wo die Luft rausgelassen wurde. So sehe ich unter den Klamotten aus. Und teilweise trage ich echt noch eine Größe 44 bis 46, weil ich ja überall diese Haut mit reintun muss. Und eigentlich hätte ich eine 38 bis 40. Und die überschüssigen Hautlappen sind nicht nur ein ästhetisches Problem. Sarahs Hausarzt in Lütjenburg hat ihre körperliche Veränderung über Jahre hinweg begleitet. In erster Linie sind das Infektionen, das sind einfach Lappen, die über der Haut drüber hängen und wo es feucht und warm ist, bilden sich Infekte. Und das muss man jetzt bei der Patientin eben auch feststellen, ist gehäuft aufgetreten und hat häufige lokale antibiotische Maßnahmen unter Umständen. Manchmal auch muss man sogar Antibiotika auch nehmen, um die Infektion wieder in den Griff zu bekommen. Und das ist das eine. Und das andere, wie gesagt, das ist das, dass die Seele auch leidet. Ne? Also jeder betrachtet sich gerne schön im Spiegel. Das klappt natürlich nicht, wenn das weiter sag ich mal, vorliegt. Es entzündete sich öfters. Ich brauchte Cortison, Cremes täglich und ich konnte ohne meinen Kompressionsbody zum Beispiel gar nicht mehr vor die Tür gehen. Und dadurch, dass ich bewiesen habe, dass ich es wirklich möchte, dass ich mein Leben umgestellt habe und nicht nur einfach schlank geworden bin und vielleicht wieder zunehmen möchte, dadurch, dass ich das einfach immer wieder nachgewiesen habe und einfach nicht aufgegeben habe und immer weiter gekämpft habe, habe ich das, denke ich mal, bewilligt bekommen. Seit 2013 kämpft Sarah für eine Operation. Hinter ihr liegt ein anstrengender Ärztemarathon. In wenigen Tagen ist es nun soweit. Dass der teure Eingriff nun endlich von der Krankenkasse übernommen wird, kann sie selbst noch gar nicht glauben. Also ich glaube, erstmal werde ich oberglücklich sein, weil das ist ja nicht nur die Haut. In der Haut hängt noch jedes böse Wort oder jede Anfeindung, die ich beim Eis essen, beim normalen Essen. Auch dicke Menschen wollen mal Eis essen, das ist ja ganz normal. Aber wenn ich da angeguckt wurde, diese Sachen hängen halt da alle noch fest. Und ich bin einfach mal gespannt auf meinen Bauchnabel, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Aufgeben ist für die Powerfrau keine Option. In weniger als einer Woche geht es los. Dann will sie endlich komplett befreit als Sarah 2.0 in ihr neues Leben starten.